Keine Revision, Hoeneß akzeptiert nun doch die Haftstrafe. Countdown läuft, Russland hält ein Krim-Referendum fest. Und kranke Autobahn, der sogenannte Betonkrebs, hat Folgen. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu MD Aktuell. Die sportlichen Meldungen vom Tage, die gibt es ein wenig später in der Sendung von Mo Krüger. Unter anderem mit einer Goldmedaille bei den Paralympics. Schönen guten Abend. Im Prozess vor dem Münchner Landgericht hat sich Uli Hoeneß schwer getan mit der Reue. Doch heute, am Tag nach der Urteilsverkündung, zeigte sich Deutschlands erfolgreichster Fußballfunktionär einsichtig. Er akzeptierte seine Strafe von 3,5 Jahren, wird also ins Gefängnis und nicht in Revision gehen. Eine Entscheidung, die dann doch überraschend kam, denn noch gestern wollten Hoeneß Anwälte für ein milderes Urteil kämpfen. Medienvertreter hielten heute den ganzen Tag über das Anwesen von Uli Hoeneß in Bad Wiessee im Auge. Aber er ließ sich nicht sehen. Doch mittags brachte den verdutzten Fotografen eine Frau im Auftrag des ehemaligen Bayern-Präsidenten Bratwürste. Keine Handgranaten. An die Öffentlichkeit wandte sich Hoeneß nur schriftlich. Er erklärte, dass er seine Haftstrafe akzeptiert und von seinen Ämtern beim FC Bayern zurücktritt. Das entspricht meinem Verständnis von Anstand, Haltung und persönlicher Verantwortung. Steuerhinterziehung war der Fehler meines Lebens. Den Konsequenzen dieser Fehler stelle ich mich. Die Staatsanwaltschaft hält sich noch offen, ob sie beim Bundesgerichtshof Revision beantragt. Die Frist endet kommenden Donnerstag. Anerkennung für Hoeneß' Entscheidung, die Strafe zu akzeptieren und zurückzutreten, kam heute auch aus der Politik. Die Tatsache, dass Uli Hoeneß jetzt dieses Urteil so angenommen hat, nötigt mir hohen Respekt ab. Uli Hoeneß hat sich schuldig gemacht und dafür ist er jetzt bestraft worden. Aber ich finde, es gibt auch eine Verantwortung der Banken, dass sie mehr Transparenz herstellen. Und es gibt eine Verantwortung, dass man nicht im Dunkeln genau solche Straftaten ermöglicht. Seine Strafe müsste Hoeneß in der Justizvollzugsanstalt in Landsberg am Lech antreten, als ganz normaler Häftling. Er kann auf keinen Promi-Bonus hoffen. Er wird behandelt wie jeder andere Häftling auch. Und die bayerischen Gefängnisse sind derzeit sehr gut gefüllt. Deshalb kann es durchaus sein, dass er in eine Doppelzelle muss, Seite an Seite, womöglich sogar mit einem Schwerverbrecher. Die Hoeneß-Nachfolge im Aufsichtsrat des FC Bayern übernimmt bis auf Weiteres Adidas-Chef Heiner hier rechts im Bild. Wer neuer Vereinspräsident wird, ist noch offen. Und nach dem Hoeneß-Urteil will die SPD noch mehr Steuersündern das Handwerk legen. Allein in der Schweiz sollen Deutsche nach vorsichtigen Schätzungen noch rund 200 Milliarden Euro an Schwarzgeld geparkt haben. Deshalb hat Bundeswirtschaftsminister Gabriel den eidgenössischen Banken mit einer härteren Gangart gedroht. Es sei, so Gabriel, zu einem regelrechten Geschäftsmodell geworden, Millionengewinne in die Schweiz zu verschieben. Und nicht nur die Geldhäuser werden von den Sozialdemokraten angezählt. Auch härtere Strafen für Steuerbetrug bringen sie ins Gespräch. Uli Hoeneß, Alice Schwarzer, prominente Steuersünder. Sie haben sich der strafbefreienden Selbstanzeige bedient. Was im Fall Hoeneß schiefging, hat anderen geholfen. Schluss damit, meint die SPD. Fraktionsvize Carsten Schneider will die strafbefreiende Selbstanzeige auf lange Sicht abschaffen, sobald es eine europäische Regelung für den Austausch von Steuerdaten gibt. Jetzt, glaube ich, brauchen wir sie noch, um erstens Leuten noch mal zu sagen, jetzt ist die letzte Chance, geht den ehrlichen Weg, ihr seht, was sonst passiert. Aber dann ist eben auch eine klare Deadline. Von einer Abschaffung der Selbstanzeige hält der Koalitionspartner wenig. Die Union sieht es nicht so und wir haben auch im Koalitionsvertrag eine andere Vereinbarung. Daran halten wir uns. Wir wollen die strafbefreiende Selbstanzeige verschärfen, aber wir brauchen sie, um das Geld von den Steuerhinterziehungen tatsächlich im Bundeshaushalt zu erhalten. Vor allem der Ankauf von Steuer-CDs hat viele Steuersünder aufgetan, manchen zur Selbstanzeige getrieben und dem Fiskus so Millionen gebracht. Geld, auf das die Union nicht verzichten will. Auch die Steuergewerkschaft will die strafbefreiende Selbstanzeige nicht völlig abschaffen. Aber wer Millionen ins Ausland schafft, wer an der Börse zockt, wer Geld in Steueroasen parkt, der sollte in Zukunft keine Milde mehr verdienen. Da gehört die Selbstanzeige künftig abgeschafft. Zudem fordert die Gewerkschaft mehr Geld für mehr Personal in den Finanzämtern, um Steuersündern künftig schneller auf die Schliche zu kommen. In 2 Tagen sollen die Menschen auf der ukrainischen Halbinsel Krim über einen Anschluss an Russland entscheiden. Deshalb war das Treffen zwischen US-Außenminister Kerry und seinem russischen Amtskollegen Lavrov für Beobachter die letzte Möglichkeit, die Krim-Krise mit diplomatischen Mitteln beizulegen. 3 Versuche waren in den letzten Tagen schon gescheitert. Heute saßen die beiden Politiker mehr als 6 Stunden zusammen. Doch für eine Annäherung reichte es trotzdem nicht.
Last-Minute-Chance hatten Beobachter das Treffen Kerry Lavrov genannt, doch die Lösung in letzter Minute scheint verpasst. Russen und Amerikaner fanden keinen Kompromiss. Das Referendum über den Beitritt der Krim zu Russland wird stattfinden, bekräftigte Außenminister Lavrov nach dem Gespräch. Wir werden den Willen der Bevölkerung der Krim respektieren. Zugleich beteuerte Lavrov, Russland habe keine Invasionspläne für die Ukraine. Aber die militärische Drohkulisse steht auf allen Seiten. Russland hält in Grenznähe zur Ukraine Manöver ab. Die NATO demonstriert in Norwegen die Geschlossenheit der Allianz. An den Gefechtsübungen sind auch deutsche Soldaten beteiligt. Die Ukraine lässt ebenfalls aufmarschieren und die USA prüfen, ob sie der Ukraine Waffen liefern. Der Diplomatie läuft die Zeit davon. Trotz dieser Zuspitzung hält die Bundeskanzlerin an ihrer Strategie fest. Wir wollen Lösungen über Gespräche und die Tür dazu steht weiterhin offen. Spätestens am Montag, am Tag nach dem Krim-Referendum, könnte diese Tür aber zufallen. Dann will die EU über harte Sanktionen gegen Russland entscheiden. Die Menschen auf der Krim stellen sich auf unruhige Zeiten ein. Viele sehen ihr Erspartes in Gefahr. Vor den Banken bilden sich lange Schlangen. Im Internet habe ich gelesen, sagt dieser Mann, dass nur noch ganz geringe Beträge ausgezahlt werden. Und diese Frau glaubt, viele Menschen haben einfach Angst vor politischen Veränderungen. Unsicherheit herrscht nicht nur bei den kleinen Leuten auf der Krim, sondern auch beim großen Geld an den Börsen. Weltweit sind die Kurse in Bewegung. Zwar hat der Börsenguru Kostolani Anlegern einst empfohlen, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Aber noch donnern keine Kanonen und sie werden auch in Zukunft schweigen, glauben erfahrene Börsianer. Die Lage wird sich relativ schnell deeskalieren und dann wird auch an der Börse wieder der aufsteigende Trend zu erkennen sein. Heute zumindest gab es kaum Gewinner an der Börse, aber dafür viele Verlierer. Auf der Halbinsel Krim, wir haben es gerade gehört, herrscht im Moment angespannte Ruhe. Doch im Osten der Ukraine gab es heute bereits blutige Zusammenstöße. Die Einzelheiten jetzt in unserem Kompaktüberblick. Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen in der ostukrainischen Stadt Donezk ist ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens 16 wurden verletzt. Zu den Ausschreitungen war es gekommen, als gleichzeitig Demonstrationen von Anhängern der Regierung in Kiew und Russlands stattfanden. In Magdeburg sind drei Menschen vom vierten Stock eines Hauses gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten sie auf dem Podest einer Fluchttreppe gestanden, die sich plötzlich aus der Verankerung gelöst habe. Die Frau und zwei Männer stürzten 13 Meter in die Tiefe. Warum der Notausstieg zusammenbrach, ist noch unklar. Hungerstreik im Gefängnis Hohenleuben. Inzwischen beteiligen sich daran 16 Gefangene. Sie protestieren gegen die ihrer Meinung nach schlechte ärztliche Versorgung, den Zustand der sanitären Einrichtungen und schlechte Essensversorgung. Der Direktor der Haftanstalt räumte Probleme ein. Für einige gäbe es bereits Lösungsansätze. Die Linke in Thüringen ist im Aufwind und setzt die schwarz-rote Landesregierung in Erfurt unter Druck. So lässt sich wohl in aller Kürze die neue Wählerbefragung zusammenfassen, die Infratest DIMAP im Auftrag von MDR Thüringen durchgeführt hat. Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl würden sich die Bürger im Freistaat so entscheiden. Die Partei von Ministerpräsidentin Lieberknecht käme bei der Sonntagsfrage auf 38%, weiter deutlich vorn, aber 3 Punkte weniger als noch vor knapp einem halben Jahr. Die Linke verbessert sich um 7 Prozentpunkte auf 28%. Die SPD kommt auf 17. Die Grünen liegen bei 6 und die Alternative für Deutschland schafft 5%. Wäre damit drin im Erfurter Landtag, anders als die FDP, die mit 2% den Wiedereinzug verpassen würde. Es wird eng in Thüringen. Wer wird im September in die Staatskanzlei einziehen? Einer, der das will, ist Linken-Fraktionschef Ramelow. Also wäre ein Veränderungsansatz, jetzt endlich Rot-Rot-Grün zu Ende zu denken. Und wenn ich dann dabei zur Kenntnis nehme, dass auch meine persönlichen Werte deutlich zugenommen haben und mein Bekanntheitswert nach wie vor sehr hoch ist, fühle ich mich sozusagen von diesen Umfragewerten im Moment bestätigt. Waren vor einem halben Jahr 38% mit seiner Arbeit zufrieden, sind es mittlerweile 43%. Ebenfalls ein Plus von 5% gab es für SPD-Spitzenkandidatin Taubert. 32% fanden vor einem halben Jahr ihre Politik gut bis sehr gut. Heute sind es 37%.
Einbußen musste hingegen Regierungschefin Lieberknecht hinnehmen. Mit ihrer Arbeit sind zwar nach wie vor mehr als die Hälfte der Thüringer, nämlich 52%, zufrieden. Vor einem halben Jahr waren es allerdings noch 65%. Dazwischen liegt die Affäre um ihren Regierungssprecher Zimmermann. Für Lieberknecht sind die aktuellen Umfragewerte jedoch kein Grund zur Panik. Für sie hat sich die Situation nicht grundlegend verändert. Nach den momentanen Zahlen im Thüringer Landtag wäre auch die letzten 4 Jahre ein anderes Bündnis möglich gewesen. Aber wir haben uns damals bewusst für Verlässlichkeit, für Stabilität entschlossen, mit der Sozialdemokratie gemeinsam. Eine Fortsetzung des Bündnisses wäre rechnerisch möglich. Doch die SPD will sich nicht festlegen. Ob schwarz-rot oder rot-rot-grün, für die Sozialdemokraten sind verschiedene Konstellationen denkbar. Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Themen im Mittelpunkt stehen sollen und wir werden erst in Koalitionsverhandlungen entscheiden, mit wem wir in eine nächste Regierung gehen. Denn, so betonen die Sozialdemokraten selbstbewusst, ohne die SPD geht gar nichts. Den aktuellen Umfragewerten zufolge stimmt das und damit könnte die SPD zum Königsmacher der Wahlen im Herbst werden. Doch noch ist in Thüringen alles offen. Und sämtliche Zahlen der Umfrage können Sie noch mal in Ruhe nachlesen auf mdr-aktuell.de. Dort finden Sie auch spannende Reaktionen aus dem Netz. Wie haben Parteien und Bürger reagiert auf den neuesten Trend in Thüringen? Bundestagsabgeordnete der Linken werden vom Verfassungsschutz nicht mehr generell beobachtet. Das geht aus einem Schreiben von Bundesinnenminister de Maizière an Linken-Fraktionschef Gysi hervor. Die Bundesregierung setzt damit ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes um. Das hatte nach einer Klage des Thüringer linken Politikers Ramelow im Oktober entschieden, dass nur noch Parlamentarier beobachtet werden dürfen, die aktiv und aggressiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung kämpfen. Es ist wie eine Krankheit, die Straßen und Autobahnen befällt. Bei der Diagnose Betonkrebs werden sie von innen heraus regelrecht gesprengt. Es beginnt mit winzigen Rissen, danach entstehen Löcher. Im Extremfall droht die Fahrbahn sogar durchzubrechen. Obwohl viele Autobahnen in den letzten Jahren schon saniert und versiegelt wurden, breitet sich Betonkrebs vor allem in den neuen Ländern aus. Und pünktlich zum Osterverkehr erwarten Autofahrer deshalb auf mitteldeutschen Autobahnen diese Schilder. Auch wenn es kaum sichtbar ist, der Betonkrebs hat der A14 bei Halle mächtig zugesetzt. Schuld ist ein chemischer Prozess. Bei der Alkali-Kieselsäure-Reaktion reagiert Säure mit Bestandteilen im Zement. Dadurch wird der Beton rissig. Man kann nie ganz genau sagen, in welchem Abschnitt, wie schnell es sich entwickelt. Aber hier reden wir über einen Abschnitt in Halle-Peißen, wo es ganz, ganz schnell gegangen ist. Hier ist also der Zusammenbruch innerhalb von 6 Wochen erfolgt. Rund 3 Millionen Euro kostet die Sanierung der Autobahn bei Halle. Außerdem wird es nach Ostern zu langen Staus kommen. Das hätte verhindert werden können, so der Geologe Gerd Hempel. Er forscht schon seit 40 Jahren zum Thema Betonkrebs und meint, theoretisch könnten Autobahnen 40 Jahre halten, wenn der Beton richtig zusammengesetzt ist. Und das ist möglich. Dafür gibt es Beispiele. Und durch Deregulierung in der Wendezeit, was jetzt den Osten anbelangt, ist es leider eben zur Wiederholung von falschen Ausgangsstoffkombinationen gekommen. Fehler, die auch auf der A9 zwischen Bitterfeld und Dessau und der A14 im Raum Plötzgau gemacht wurden. Auch hier wird demnächst gebaut. Zukünftig wollen es die Behörden mit einem anderen Betongemisch versuchen. Wir versuchen jetzt schon weitestgehend auf Materialien auszuweichen, wo wir definitiv wissen, dass sie nicht schädigend sind. Aber ganz hundertprozentig, richtig hundertprozentig sicher sein kann man nie. Aber da es auf der A14 bei Halle sehr schnell gehen muss, wird sowieso erst einmal Asphalt verwendet. Der Sport schaut zunächst zu den Paralympics nach Sotschi. Da gab es heute erneut Gold für eine alte Bekannte. Schon ihr 4. bei diesen Spielen, Mo. 21 Jahre jung und so erfolgreich für Anna Schaffelhuber könnte es besser nicht laufen. Die querschnittsgelähmte Skirennfahrerin gewann heute auch die Superkombination vor Teamkollegin Annalena Forster. Bronze konnte übrigens nicht vergeben werden, denn alle anderen Starterinnen hatten aufgegeben oder waren gar nicht erst ins Ziel gekommen. Anna Schaffelhuber darf weiter jubeln, zum 4. Mal ganz oben. In einem turbulenten Super-G-Rennen mit vielen Stürzen. Anna Schaffelhuber voll konzentriert. Die Monoskifahrerin ist auch in der Super-G-Kombination nicht zu schlagen. Sie sichert sich erneut die Goldmedaille. Teamkollegin Annalena Forster holt Silber. Na, mich freut es total. Und ich denke, dass wir heute beide unseren Doppelsieg nur ein bisschen mehr feiern können, wie wir es im Slalom eh schon gemacht haben.
Und wir freuen uns, glaube ich, auf Heil auf Nacht noch. In der stehenden Klasse fährt Andrea Rotfuß zu ihrem zweiten Edelmetall. Die Fahnenträgerin der deutschen Mannschaft beendet die Superkombination mit Silber. Mit Gold im Slalom, womit ich nie und nimmer gerechnet hätte, super belohnt worden schon. Und jetzt hier in der Superkombination Silber, ja, das ist einfach cool. Erneute Medaille auch für Biathletin Anja Wicke in der sitzenden Klasse. Über 12,5 Kilometer gelingt ihr ein Klasse-Rennen mit einer starken Schlussphase. Nach Gold über 10 Kilometer schaffte sie diesmal Silber. Skilangläuferin Denise Herrmann aus Oberwiesenthal ist beim letzten Sprint der Weltcupsaison Siebte geworden. Den Sieg im schwedischen Falun sicherte sich Marit Bjørgen aus Norwegen. In der Sprint-Weltcup-Gesamtwertung wurde Herrmann Zweite hinter Kicken Rundell aus den USA. Severin Freund auf Goldkurs. Nach dem ersten Tag bei der Skiflug-WM im tschechischen Harachov hat Freund sogar schon einen komfortablen Vorsprung. Andreas Wellinger liegt zur Halbzeit auf einem guten 13. Platz. Enttäuschend das Abschneiden von Neumeier und Eisenbichler, beide nicht unter den besten 30. Morgen sollen die Durchgänge 3 und 4 folgen. Aufgrund der schlechten Wetterprognosen kann das Zwischenergebnis heute, aber auch das Endergebnis sein. Dann wäre Severin Freund neuer Skiflug-Weltmeister vor Anders Bardal aus Norwegen. In der zweiten Fußball-Bundesliga empfängt Erzgebirge Aue morgen 18:60 München. Nach der Niederlage letzte Woche in Bielefeld ist es die nächste Chance für die Veilchen, dem Klassenerhalt näher zu kommen. Finanziell ist der Verein bereits einen Schritt weiter. Die Lizenzunterlagen für die kommende Saison wurden eingereicht. In schwindelerregende Höhen wird sich Aue auch in Zukunft nicht begeben. Der geplante Gesamtetat von 11,2 Millionen Euro ist aber neuer Veilchenrekord und bedeutet eine Erhöhung um mehr als 500.000 Euro. Über die Möglichkeiten, die wir haben, sind wir gut aufgestellt. Wir haben die Unterlage fristgerecht jetzt eingereicht. Die Erhöhung resultiert gegenüber dem Vorjahr auf die Anpassung der Fernsehgelder. Und so gehen wir optimistisch jetzt in die Lizenzierung. Außerdem geht der Verein von höheren Sponsoreneinnahmen aus. Auf dem Rasen liegt das Augenmerk derzeit auf der Abwehr. Dort werden morgen gegen München verletzungsbedingt Tobias Nickenich und Kevin Schlitte fehlen und möglicherweise Thomas Paulus wegen einer Erkältung. Doch personell umstellen will der Trainer auch auf anderen Positionen. Bielefeld war sicherlich nicht das Paradebeispiel, aber es hat uns aufgezeigt, dass vielleicht der eine oder andere wirklich mal eine Pause braucht, weil gerade was Spritzigkeit, was Ideen anging, da waren wir in vielen Situationen ein bisschen träge. Und so wird voraussichtlich die ein oder andere frische Kraft aus Reihe 2 gegen München auflaufen. Aues Liga-Kontrahent Dynamo Dresden ist bereits heute Abend beim SC Paderborn gefordert. Wie sich der Tabellenvorletzte geschlagen hat, das sehen Sie morgen ab 16.30 Uhr in Sport im Osten. Ja, heute gab es den letzten Sonntag dieser Woche, bevor der Frühling erstmal Pause macht. Die ausführlichen Wetteraussichten gibt es gleich von Thomas Globig. Und danach erleben Sie brütende Pinguine und verliebte Leoparden in den Geschichten aus dem Leipziger Zoo. Um 15:45 Uhr begrüßt Sie dann hier Jens Hänisch mit dem Blick auf die mitteldeutschen Themen vom Tage. Mit dabei natürlich auch wieder Mo Krüger. Wir beide wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Bis nachher. Tschüss. Hallo, schönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum MDR-Wetter. Und das war wirklich heute noch mal ein ziemlich warmer Tag. Spitzenreiter, die lagen in Thüringen, Katzhütte im Thüringer Wald, Rudolstadt, Schwarzburg. Alle haben noch mal 19 Grad erreicht, Jena noch mal 18 Grad. Wärmster Ort in Sachsen-Anhalt, Eisleben 17 Grad. In Sachsen war es harter mit 17 Grad. Und Downlight war Seehausen in der Altmark 9 Grad. Warum? Ich habe es gestern erklärt, Hochnebel hatte sich dort ausgebreitet und ist erst am Nachmittag verschwunden. Da konnte die Sonne nicht mehr viel anrichten. Aber sie wird in den nächsten Tagen auch nicht mehr viel anrichten, denn die Wetterlage stellt sich um. Wir sehen hier dieses Tief, was jetzt als Sturmtief nach Osteuropa zieht. Seine Kaltfront rauscht morgen Vormittag über Mitteldeutschland hinweg. Dann kommt zum Sonntag diese Warmfront. Die bringt aber feuchte, trübe Luft dann auch zu Beginn der kommenden Woche. Also die sonnigen Zeiten sind insgesamt vorbei und natürlich die sehr, sehr milden Zeiten. Heute Nacht bleibt es auch ganz schön mild, denn Wolken ziehen auf. Aktuell schon teilweise angekommen über Sachsen-Anhalt und dem nördlichen Thüringen, werden sich weiter nach Süden ausbreiten. Später folgen einzelne Schauer. Der Wind wird zunehmen. Auf den Brocken in der zweiten Nachthälfte sogar orkanartige Böen bis Stärke 11 und dementsprechend überall frostfrei mit 8 bis 3 Grad.
Morgen Vormittag, die Kaltfront mit ihren Schauern zieht sehr rasch über ganz Mitteldeutschland Richtung Süden. Die Schneefallgrenze sinkt im Thüringer Wald und im Erzgebirge auf etwa 700 Meter. Danach lockert es wieder auf. Der Wind bleibt kräftig. Morgen Nachmittag, da gibt es nur noch selten Schauer. Temperaturen 9 bis 11 Grad, mittlere Bergland 4 Grad. Der Wind ist kräftig und deshalb vereinzelt auch Sandsturmgefahr auf den Straßen. Schauen wir schnell auf die Aussichten. Da gibt es am Sonntag noch einiges an Regen. Dann am Montag, Dienstag viele Wolken. Temperaturen tagsüber bei 12 bis 13 Grad. Schönen Abend.